Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, der ZockTLP. Wie versprochen, ein neues Spiel, ein neues Let's Play auf meinem Kanal. Nicht Minecraft, ein etwas anderes. Und zwar Terraria. Ja, das Spiel, das habe ich schon sehr, sehr viel mal gespielt. So. Ja, hier gibt es jede Menge verschiedene Bosse, Mobs und auch jede Menge Erze. Die Musik ist gerade ein bisschen zu laut. Oh, ja. Ich werde einen völlig neuen Charakter erstellen, eine neue Welt. Ja. Also, das Tutorial werden wir nicht spielen. Wir spielen gleich spielen. So sehe ich. Jetzt geradeaus. Zum Beispiel hier. Mich selbst zeigen, okay. Okay, das geht ja sehr gerade. Ja. Wir werden einfach einen neuen Charakter erstellen. Natürlich Mann. Haare. Sehr, sehr viele verschiedene Haare. Welche sehen dann toll aus? Würde ich sagen, diese? Nein. Diese Haare. Nehmen wir diese Haarfarbe. Nehmen wir mal gelb. Augenfarbe. Rot. Nein, blau. Hautfarbe. Schwarz. Nein, natürlich nicht. Normale Hautfarbe. Hemdfarbe. Nehmen wir schwarz. Das nehmen wir weiß. Die Hosen werden grün. So. Und die Schuhe werden rot, ja. Na gut, normal. Schwierig. Normal. Wir nehmen normal. Ja, so. Der Charakter ist erstellt. Ja. Das ist meine aktuelle Welt, in der ich gerade spiele. Wir werden einfach diese hier löschen. Das wird unsere neue Welt sein. Eine große Welt. Hier gibt es auch viele verschiedene Biome. Ah, jetzt wird die Welt gerade generiert. Ja, tut mir leid, wenn ihr die eine oder andere nicht lesen könnt. Das liegt daran, dass mein Fernseher nicht auf HD ist. Ja, das Spiel empfiehlt eigentlich HD aufzunehmen. Aber ich denke mal, es wird klappen. Also ihr könnt es lesen, hoffentlich. Ja. Also wir werden ja auch viele verschiedene Bosse machen. Das erste, was ich natürlich machen gehe, ist wie normal Holz sammeln. Was soll ich noch sagen? Das Spiel ist auf 2D. Ja, auch wenn es 2D ist, es gibt jede Menge verschiedene Waffen, Erze, ja. Genug Abwechslung, um zu kämpfen und sammeln. Ja. Sind wir gerade gespawnt? Hier sehen wir. Dieses kleine Menschlein ist, sehen wir. Hier die Werkzeuge. Kupferschwert, Kupferspitzhacke und Faul. Okay. Bäh. Nein. Okay, das. Oh, das ist gut. Und das ist auch gut. Oh. Oh ja. Ja, also. Wir sind hier ziemlich langsam unterwegs. Dieser Typ hier, der wird sehr wichtig sein. Das ist der Guid. Mit dem können wir, wenn wir das im Inventar haben, schauen, was wir zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Baum fälle.
das auch ein Weilchen dauert. So, 28 Holz. Zack, sehe ich hier, was ich mir daraus craften kann. Das ist sehr, sehr viel. Man kann auch Rüstung craften mit. Ja, ersten Gegner. So. Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal erstmal in eine Höhle. Die Welt ein bisschen erkundigen. Hier haben wir schon ein Erz. Eine Truhe, sehr gut. Silbermünzen. Drei Eisenbahnen, sehr, sehr, sehr gut. Seile kann man mitnehmen. Heiltränke auch gut. Ja, gut, gut. Ja, zack, zack. Zack, zack. So, hierhin. Zack, so. Da nehmen wir mit. Oh, die ist auch gut. Vielleicht kann ich viel langsamer fahren. Das ist ein sehr gutes Item. Also so für den Start. Natürlich gibt es, die Höhlen sind sehr, sehr dunkel, wo werde ich hier Fackeln in die Hand nehmen, besser auf Forschung gehen. Nehmen wir wieder mit. Mitnehmen. Geld ist hier auch sehr wichtig im Spiel. Zum Beispiel hier kann man es schon erstmal benutzen. Hier, diese Dämonenaltäre darf ich nicht reinschlagen, weil ich glaube, mit dem Hammer machen wir die Schaden. Ein Eisbiom. Hier habe ich schon ein Erz entdeckt. Das wird wahrscheinlich Tin oder Zin. Zin Erz ist das. Ah, man kann ja auch ertrinken, hier unten ist schon wieder ein Gegner. Komm, Spitzhacke. Komm. So. Mal gucken, ob wir... Hier unten haben wir ein Erz. Oh, Erze. Geht weg. Ich wollte gar eine Fackel platzieren. So. Schleim. Wir sterben. Also zuerst hast du das beste Schwert in dem Spiel, was ich besitze, ist das Terra Klinge. Ja, dazu werde ich dann auch mal noch ein kleines Let's Show machen. Ja. Überall Eis, Slimes. Was ist das für ein Biom? Wir sehen, Fackeln gehen unter Wasser aus. Also tut mir leid, wenn ihr mal vielleicht nicht sehen könnt. Ach nein, ein Slime. Gehen wir wieder raus aus dieser Höhle. Diese Höhle ist blöd. Ja. Und auch hier könnt ihr gerne mitspielen. Meine Online-Idee ist immer noch AdiZockt.lp. Ja. Den können wir mitnehmen. Das können wir brauchen. Also ich weiß noch, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ich war so aufgeregt. Weil ich habe gehört, Terraria sei cool, ja. Dass ich zu Terraria gekommen bin, ist eigentlich nur durch einen kleinen Zufall entstanden. Steine nehme ich mir mit. Okay, es lang reicht. Denke ich. Das Holz nehme ich natürlich mit. Ach ja, das Holz muss man mit der Spitzhacke abbauen. Zack, 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 zack.
So. Geschafft. Nein. Bauen wir uns halt schnell hoch. Ja. So, ja, dann würde ich das Let's Play hier mal schnell stehen lassen. Danke fürs Zusehen. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und dann vielleicht auch einen Kommentar. Ja, ich bin jetzt. Ja, und wenn ihr mehr davon wollt, würde mich über ein Like freuen. Ja. Danke fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.